Doppeldampf. Yay, vom Glück gesegnet. Das ist doch bestimmt geologisch. Wir sollten auch die ganzen geologischen Sachen scannen. Zumindest einmal, kategorisch. Na, haben wir Glück? Haben wir Glück? Hier ist was. Ja, Pechstein. Ah, Pechstein. Kann ich fast sparen mit dem Pechstein. Will ich gar nicht. Ih, Pechstein, was soll das? Was bist du? Phosphor? Nee. Nee, brauchen wir gar nicht. Steht überhaupt nicht auf der Liste, oder? Ich prüfe das mal eben nach. Nee, Phosphor haben wir genug. Können wir fliegen lassen. Hey, lass mich durch hier. Wir haben zu tun, Mensch. Ich schieße den trotzdem mal. Wir gucken einfach, okay? Ob da irgendwas Relevantes dabei ist. Ih! Jetzt werde ich hier vollgedampft von einem Geysir. Das ist doch bestimmt nicht gut für den Lack, oder? Na, hoch hier. Ich habe gesagt, hoch hier. Ah! Ist aber auch eine Frickelei. Ach, stimmt, wir haben ja einen Rückwärtsgang, wenn wir wollen. Alles cool. Ja. Und jetzt wieder nach vorne, rechts, abschießen. Und was bist du? Habe ich mitgenommen. Was auch immer es war, wir haben es jetzt mit dabei. Nächster weißer Fleck, bitte. Ach, scannen wollte ich ja noch. Eine Sekunde, ja. Ich glaube, das können wir scannen, ne? Dafür müssen wir in den Turm. Modus wechseln, Turm. Und jetzt runter gucken. Ah, vorsichtig. Handbrake, bitte. Wir können hier scannen. Da war gerade eine hell erleuchtete Leiste. Oh, Kohle, Mensch. Einfach so. Das ist schön. Das freut mich. Raus aus dem Turmmodus. Handbremse aus. Wir gehen wieder in den Kampfmodus und geben Gas. Schön den Frachtgreifer offen lassen. Den Geysir müssen wir jetzt nicht nochmal scannen. Das wird uns wenig bringen. Den haben wir schon. Also können wir diesen hier ungescannt einfach an uns vorbeiziehen lassen. Oh, Pechstein, nein. Das gibt's nicht. Wir suchen uns bestimmt einen Wolf. Na, was ist es? Es ist schnell gemacht oder wurde es weggeschossen? Es wurde wahrscheinlich weggeschossen. Aber es war sowieso nur Pechstein. Weiter Richtung Dampf da hinten. Das sind sehr schöne Indikatoren. Und eventuell taucht hier irgendwo gleich ein weißes Pixelchen bei uns auf dem Radar auf. Die Landung, genau, mit nicht maximalem Speed. Dann haben wir hier keine Probleme. Oh, ein Dreifach-Geysir auf der linken Seite. Aber noch keine weißen Pixel zu sehen. Doch, da ist einer. Ja, Kristallcluster, kommt schon. Selenium, 18 Stück brauchen wir. Und dann sind wir sowas von weg. Gib alles, Laser. Ich will mehr Energie auf dem Antrieb haben. Na? Nein, da war ein Kristall. Da fliegt es. Cadmium. Ja, ist okay. Das ist Kristallkram. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Aber nicht den Pechsteinkram. Wir schießen sie ab. Vielleicht finden wir da auch Selen, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist doch sehr gering, dass wir da Selen finden. Na, hoch hier. Alles wird gut. SRV. 99% strukturelle Integrität. Pechstein. Verdeckt, ne? Es lohnt sich nicht mal dran, vorbeizufahren. Wissen wir. Wir dürfen uns nicht aufhalten lassen. Wir haben viel zu tun. Wir sollten da langfristig denken. Und Pechstein ist uns einfach nicht langfristig genug. Ach, come on, echt jetzt? Ich bin extra auf den Planeten runtergegangen mit geologischen Fundorten. Und jetzt sowas. Vorsichtig. Aufladen. Na, ein bisschen mehr Energie auf die Waffen, ne? Weg ist es. Na toll. Konnten wir uns das Nachgucken sparen? Nächster Geysir, bitte. Ich glaube, die sind gar nicht so gut, die Geysire hier. In dem, was wir vorhaben. Oder für das, was wir vorhaben. Das ist alles andere als gut. Wir sollten uns vielleicht doch nicht an die Geysire halten. Aber es gibt ja auch noch andere geologische Kategorien hier. Aber wie können wir die auf Distanz ausmachen? Achso, Dankeschön für das Bildchen, was ihr mir geschickt habt. Welches die verschiedenen Symboliken des Scanners hier erklären. Ist kompliziert. Muss ich mich noch mehr mit auseinandersetzen. Na los, zeig mal, was hast du denn hier Schönes? Kohlenstoff. Haha, genau.
Dafür lenke ich nicht mal ein für Kohlenstoff. Brauchen wir nicht. Steht nicht auf der Liste. Weiter, 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 weiter. Da, da kommt was. Wo ist es? Es ist... Oh ja! Das sind die... Die High-Value-Ressourcen-Spots, ne? Oh Gott, wenn einer da ist, gibt es auch mehrere. Wo ist das Ding genau? Ja. Mesosiderit. Ja! Da gibt es mehr davon. Und hier gibt es den High-Value-Ressourcen-Kram. Komm schon! Zink! Selen, yay! Ich wusste es. Die Dinger müssen wir immer finden. Ganz vorsichtig, nicht, dass wir das hier aus der Atmosphäre rausfeuern. Vorsichtig, ganz, ganz vorsichtig. Yeah, 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 Selen! Genau dich wollten wir. Und da ist auch schon der nächste, das ist gut. Also immer schön vorher scannen und sowieso nur auf Planeten runtergehen, die geologische oder biologische Fundorte haben. Oh, rückwärts den Berg hoch. Das ist schon hart, ne? Flup, flup, flup. Ist eingesammelt. Der nächste, Mesosiderit. Ne, wie heißt das nochmal? Mesosiderit. Mesosiderit. Fremdwörter mit Leon da Cabo. Oh, vorsichtig. Vorsichtig. Selen. Selenium. Schwefel, Schwefel, Schwefel. Naja. Aber zumindest gibt es hier mehrere Ressourceneinheiten auf einmal. Wir werden schon das Selen finden. Ich bin guter Dinge. Kohlenstoff, na gut. Aber nur weil du aus einem Mesosiderit kamst. Nur deswegen. Aber wirklich. Flop. Und Schwefel. Wir müssen hier in diesem Krater bleiben. Der hat uns bisher sehr viel Glück gebracht. Wo ist der nächste? Mesosiderit. Oh, 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 noch besser. Metallischer Meteorit. Das war der absolute... Der absolute Knüller, oder? Zinn. Selen, ja, das ist das Beste gewesen. Mesosideriten sind schon nicht verkehrt, aber die metallischen Meteoriten, die findet man wirklich nicht an jeder Stelle hier. Ja, Selen, komm schon. Nein, erst das da. Das liegt direkt vor uns. Nicht, dass wir es wegkicken. Nimm erst das Selen. In Sachen Selen gehe ich auf Nummer sicher. Ja, das andere bitte. Das andere. Das andere. Stopp. Ja. Fein, säuberlich einsammeln. Drehen, langsam, ganz langsam. Zink! Sehr wichtig. Und noch ein Dreier-Geysir hinterher. Ich glaube, den müssen wir auch noch scannen. Kristallfragment. Vielleicht haben wir Glück. Schauen wir doch mal. Erstmal schießen wir das Fragment hier weg. Flop, 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 flop. Oh nein! Nicht schon wieder. Irgendwas ist ins All geschossen. Aber das hier kann ich noch einsammeln, ne? Selen, yay, Selen. Wie viel haben wir jetzt? Wie viel sammeln wir hier ein? Galt das jetzt? Habe ich jetzt Selen aufgesammelt? Wir hatten 8 davor. Ich hab nachgeguckt während des Schnittes. Eine Sekunde. Handbremse bitte. Ich meine die richtige Handbremse. Dankeschön. Einmal rüber. Inventar. Arsen. Ja, ein guter Anfang. Wir suchen aber Selen. 11. Okay, wir haben es eingesammelt. Puh, Glück gehabt. Und jetzt wollen wir noch ein bisschen scannen. Dreier-Geysir, wir sind wegen dir hier. Handbremse, Scan-Modus, Turm-Modus. Rüber gucken und floppdiwupp. Dankeschön, Kohle. Nee, das hatten wir schon mal woanders gescannt gehabt, aber... Naja, Fumarole, stimmt. Mir lag's auf der Zunge. Wie immer, wir können weiter. Richtung Ausschläge, wie immer. Und noch viel weiter. Na? Na? Ja. Unebenes Gelände. Aber wir haben noch genug Prozent strukturelle Integrität. Alles wird gut. Na? Na, 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 na. Komm, komm, komm. So halbwegs auf der Straße bleiben, bitte. Wir werden das Kind schon schaukeln. Da. In die Richtung. Wir brauchen weitere metallische Meteoriten. Oder das andere Gedöns. Mesosiderit. Ja, Mesosideriten. Wäre auch nicht verkehrt. Wir hatten das ja schon mal. Die Dinger sind teilweise wie Pilze, ne? Findest du ein, findest du alle.
aber bisher hat sich diese Theorie hier zumindest auf diesem Planeten noch nicht bewahrheitet. Vielleicht haben wir ja Glück. Hinter der nächsten Abbiegung und rüber hier. Ach, das Fahren im SRV ist so herrlich mit dem HOTAS. Da ist was! Da ist was! Kristallfragment nehmen wir! Kampfmodus. Ballern! Da ist es. Das Gedöns, was wir vielleicht brauchen. Ein Klumpen. Wertvoller, als man vielleicht vermuten mag. Na? Stopp. Ah, sehen ist okay. Nehmen wir auch mit. Es endet auf sehen. Na? Rüber, rüber. Bergsteigen mit dem SRV. Yay! Funken, Funken, Funken. Nicht gut. So, wir haben jetzt hier auf diesem Planeten zwei geologische Kategorien, zwei geologische Funde gemacht. Das bedeutet, dass wir eigentlich in Sachen Scannen hier durch sind, wenn ich mich da jetzt nicht täusche. Also geht es nur noch um das Selen. Die letzten paar Fitzelchen. Wir haben 11, noch 7. Da hinten, Kristallfragment, yay! Gib alles. Ich würde eine Rakete rüberschicken. Aber das geht nicht. Vielleicht geht das ja mit dem Militär-SRV. Hat das Ding Raketen? Ich weiß, Raketen sind überbewertet, gerade von mir. Aber vielleicht ist das im SRV anders. Also ich würde mich freuen. Falsche Seite, falsche Seite. Kurz einlenken. Ja. Und rüber. Und floppdiwopp. Ah, sehe ich schon wieder. Aber ist okay. Ist in Ordnung. Ausschläge checken. In die Richtung. Da ist noch mehr. Bitte kein Pechstein. Den will ich nicht. Davon haben wir sowas von genug. Ja. Pechstein. Nee, nee. Zwei Pechstein mache ich nicht. Da fahre ich nicht mal mehr ran. Das ist reinste Zeitverschwendung. Oh, ein Schwefel. Was ich separat einsammeln muss. Was? Wie bitte? Selen in einem Brocken Bronzit Chondrit? Wo ist es? Ich wäre fast weitergefahren. Handbremse wieder weg. Einsammeln. Da ist es. Verflucht, nicht verkehrt. Also Bronzit Chondrit kann uns auch erlösen. Das ist ja cool. Die Pechsteine höchstwahrscheinlich auch, aber das lohnt sich fast nicht. Es sei denn, man kann sie so im Vorbeifahren abschießen und quasi reingucken, was denn im Pechstein versteckt war. Cool. Wie viel haben wir? Kannst du nicht unten bei S bleiben? Das wäre ganz toll. S, 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 ne? 14. Wir haben es fast, Mensch. So schnell waren wir noch nie. Noch nie. Vielleicht doch die Pechsteine checken, aber nur wirklich im Vorbeifahren. Wir müssen nicht alles aufheben, was uns ein Pechstein bringt. Da hinten. Große Ausschläge. Verheißungsvoll. Die Hoffnung. Sie treibt uns in die Richtung. Vorsichtig. Ja. Ausgleichen. Da ist es. Da ist es. Na? Was ist es denn genau? Da hinten. Los. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Ich kann es doch nicht anvisieren. Jetzt. Metallischer Meteorit. Ich glaube, wir haben es, oder? Also wenn wir jetzt da kein Selen drin finden, dann weiß ich ja auch nicht mehr. Aber es dürfte funktionieren. Bisher haben wir noch keinen metallischen Meteoriten gefunden, wo kein Selen drin war. Wir haben es. Nice. Ich nehme alles mit. Schnell, bevor es despawnt oder so. Handbremse wieder raus. Nichts ins All schicken. Wir haben es echt gepackt, Mensch. Yay. Punkt Nummer 1 auf der To-Do-Liste wäre damit quasi abgehakt. Ja, Schwefel. Aber nur weil du mit dabei warst, okay? Bild dir bloß nichts ein. Wir wären an dir vorbeigefahren. Gnadenlos. Phosphor, du genauso. Schwefel. Ja. Das gilt für euch alle. Eine Sekunde, eine Sekunde. Ich will hier alles mitnehmen. Das muss fein säuberlich vonstatten gehen. So läuft das nun mal. Da. Selen. Ganz wichtig. Aber hier war noch was. Nochmal Selen. Selen. Nice. Oh Gott, was für eine Erlösung. Es ist so ein schönes Gefühl, wenn man dann einen kleinen Punkt auf einer langen, langen Liste abhaken kann.
Rübergeflogen, bitte. Ich habe keinen Bock rumzufahren. Da ist es. Das würde ich aufheben. Ja, das war ein Fehlversuch, gebe ich zu. Technium! Los, sammel es ein. Er will nicht. Ja. Gut gemacht. Das gilt. Und last but not least. Phosphor. Was war denn bitte? Technetium. Was gibt's denn noch? Pechstein ignoriere ich. Kristallfragment. Ach komm, ne? Wenn wir schon mal hier in der Nähe sind, vielleicht sammeln wir auch gerade was ein, was wir später noch gebrauchen können. Aber nur das Kristallfragment, ne? Nein, das sollst du anvisieren. Das da oben. Stopp, stopp. Selen. Gleich noch eine Portion extra. Falls wir uns verwürfeln nachher bei der Ingenieurin. Also nachher in 4 bis 6 Wochen oder so. Nein, Quatsch. So lange wird es nicht dauern. Nein, wir sind doch geübt darin, hier Ressourcen zusammen zu friemeln. Pechstein, nein, wir können abhauen. Ich habe genug. Ich check das trotzdem nochmal gegen. Inventar. Einmal runter, bitte. Hier. S. Ja, 26. Mehr als genug. Wir haben 8 drüber. Diamond, wo bist du? Einmal runter gucken, bitte. Wir wollen unser Schiffchen herbeirufen. Hallo? Es ging gerade schon wieder nicht. Ist das eventuell wieder der Bug gewesen? Und wenn wir schon mal dabei sind, können wir gleich noch ein Bildchen schießen, so als Beweis, dass wir hier waren. Klickety-klick-klick. Und das hier noch. Du miese Fumarole, du. Und zurück zur Diamond. Na komm runter, mein Schätzchen. Wir können abdüsen. Wir haben genug Selen. Es war eine schöne Tour. Hat jetzt nicht allzu lange gedauert. Aber das geht bestimmt noch ein bisschen schneller. Na wo denn? Oh, oh, oh. Direkt bei uns. Stopp, vorsichtig. Bitte uns nicht platt machen. Ah. Ach, die schöne Diamond, ne? Die Ellie. Ich sollte das Schiff auch so nennen, wie es benannt wurde. Hörst du das, Ellie? Das bist du. Du machst die weitesten Sprünge, wie in echt. So, einmal bitte ranfahren, Boarding und Handbrake. Geht doch, runtergucken, einsteigen. Ach, herrlich. Was ist denn der nächste Punkt auf unserer To-Do-Liste? Gucken wir doch mal auf die Herstellungslisten. Aktualisieren, hat er das jetzt schon gecheckt? Ja, so viel brauchen wir gar nicht mehr. Für das Kraftwerk, der Diamond, der Diamant. Chemische Manipulatoren, Transportschiffe, in Anarchiesystem, ne? Surface POI, Schiffswrack, habt ihr mir empfohlen, aber, ja, wir gehen mal nach den Signalen. Konvoi-Auflösung war das, ne? Und da werden wir Transportschiffe finden. Auf jeden Fall. Wir müssen ins nächste Anarchiesystem. Wo wäre das? Regierung, Anarchie. Genau. Und dann Bevölkerung über 1 Million. Ich glaube, das ist nicht so wirklich ein Faktor, aber ich habe es ein paar Mal schon gelesen, dass wir da eher fündig werden, wenn die Bevölkerung so ein bisschen höher ist. Reicht aus, ne? Anarchie und über 1 Million. So, wo dürfen wir denn hinfliegen? Habe ich das alles richtig ausgewählt? Zaparo. 40 Lichtjahre. Probieren wir es aus. Und eigentlich sind wir ja auch in einem Anarchiesystem, aber ich würde schon gern das mit der Bevölkerung nehmen. Einmal bitte hier rüber nach Zaparo. Der obligatorische Scan. Vielleicht gibt es ja hier High-Value-Planeten. Die Chance ist hoch. Ein bisschen von der Sonne wegfliegen. Aha. VSS aktivieren. Dankeschön. Nein, keine High-Value-Planeten. Aber okay, ich mache mich mal auf die Suche nach den Konvoi-Auflösungsmustern. War es überhaupt nichts? Kein Konvoi-Auflösungsmuster. Wir könnten höchstens mal zur Boje rüberfliegen, unterwegs die Augen offen halten und hoffen, dass da irgendwas Transportermäßiges rumtingelt. Entschuldigung, ich habe mich in der Zeile gehört bei Inara.
da gab's, also im vorangegangenen System, gab's eine Station. Die war, anarchisch. Aber dieses hier, dieses System ist komplett der Anarchie verfallen. Und hier werden wir doch wohl finden, was wir suchen. Gibt es hier High-Value-Planeten? Nein. Wo sind meine Konvoi-Auflösungsmuster? Oder noch besser, hier ist eine Edda, die können wir doch aus dem FSA rauskicken. Das ging doch, ne? Wo ist mein Unterbrecher? Da muss ich aggressiv sein, ne? Ja, da ist er gewesen. Edda, wir kommen. Hau nicht ab. Die muss auch langsamer werden bei einem Planeten. Zumeist harmlos, gesetzlos. Scannen wir vorher mit dem Todmann-Scanner und dann... Und dann holen wir sie uns. Wir kommen näher. Come on! Du miese Edda, du. Außer Reichweite. Vorbereiten. Jetzt! Gib alles! Schön drinnen bleiben. Da ist sie, da ist sie! RCS will flüchten, aber wir lassen sie nicht entkommen. Ich hoffe, mein Energiemanagement haut hin. Ich habe das Hangar wieder deaktiviert. Der Strahlenlaser, ne? Aber deswegen sind wir hier ja gerade unterwegs, damit wir so eine Manöver nicht mehr machen müssen. Komm schon, Edda. Du bist ein kleines Transportschiff, das wissen wir. Boom! Was? Okay. Alles cool. Todmann-Scanner. Nicht entkommen lassen. Oh, das war nicht beabsichtigt. Ist nicht schlimm. Ich dachte, meine Aushängung wäre nicht draußen. Ja. Flop. Hi. Ballern, Mann. Deaktiviert? Nein, warum sind meine Mehrfachgeschütze aus? Das ist uncool. Das ist sehr uncool. Das zum Thema Energiemanagement. Wir kommen gleich. Eine Sekunde. Wir müssen dich auf jeden Fall umbringen. Wo sind meine Mehrfachgeschütze? Da oben. Geht klar? Geht klar, Mann. Alles klar. Klappe die zweite. Schön ranfliegen. Und wehe, du haust ab. Ach, wir brauchen gar keine Schilder runterballern. Mein Freund hat gar keine Schilder. Ist aber sehr ungünstig für dich, ne? Sehr, sehr ungünstig. Bis ran auf 1 Kilometer, bitte. Husten. Er will abhauen. Ich sollte ballern, ne? Aber das wird dir noch mehr Angst machen. Schneller. Schneller. Jetzt. Gib alles. Muss der so in die Eisen gehen? Ja, baller ruhig zurück. Alles wird gut. Ran. Die werden auch heiß, ne? Die Mehrfachgeschütze. Cool. Finden wir hier, was wir hier brauchen. Gucken wir doch mal nach. Chemische Prozessor. Nein, leider nicht. Leider nicht. Jetzt geht das wieder los. Aber wir nehmen den Kram auf jeden Fall mit. Ja, würde ich sagen. Der Sammler. Wir haben ihn gar nicht umsonst rausgeschickt. Luke auf, schnell. Oh, wie großartig. Das war, weiß ich nicht, wahrscheinlich intuitiv. Das war mein Unterbewusstsein, das den Sammler losgeschickt hat, bevor der Kampf losging. Gute Arbeit, Sammler. Wir können weiter. Aber bevor wir weiter Jagd auf Transportschiffe machen, sollten wir uns ein paar Limpets holen. Und zwar bei einer nahegelegenen Station. Aber erstmal lokaler Supercruise. Flop. Okay. Was haben wir denn hier an Station am Start? Ich hoffe, wir können hier landen, ne? Ist direkt um die Ecke. Ausrichten. Ist ein Schuhkarton. Aber mir soll's recht sein. Bitte, bitte lass mich da. Schöne Limpets einkaufen. 75%. Zack. Wir sind schon fast um die Ecke gewesen. Wir könnten ja auch rein theoretisch hier die Möglichkeiten für das Ausfindigmachen von chemischen Manipulatoren im Wechsel durchgehen. Also eigentlich hin und her wechseln zwischen Transportschiffe abschießen und Surface POIs durchchecken. Schiffwracks, habt ihr mir gesagt. Da muss ich hin. Auf Planetenoberflächen.
Und ich glaube, hier gilt auch die höhere Drop-Chance in Anarchiesystemen. Das steht hier nämlich ganz allgemein als Hinweis. Ja, das könnte wirklich so sein. Aber jetzt erstmal Limpets. Flop, flop, flop. Jutzi, Enterprise. Du bist ein Schuhkarton. Was soll das Enterprise? Jetzt mach mal hier nicht so einen auf groß. Flop, hi, hi, hi.